Herzlich willkommen zu Foxtail, einem neuen Abenteuerspiel in der Retro-Pixel-Optik. Ich bin Perudo und ihr seht hier, dieses Spiel wurde mit Wintermute Engine programmiert, eine kostenfreie Adventure Creation Software. Ähnlich wie AGS, da kann man seine eigenen Abenteuer entwickeln und heute schauen wir uns das Spiel Foxtail an. Der Hauptcharakter dieses Spiels ist eine Füchsin namens Lea, die möchte ihre Großmutter besuchen und möchte mit diesem Besuch ja quasi etwas von ihrem Leben bewältigen, also etwas zurücklassen. Und genau diese diese Sehnsucht, das werden wir in diesem Abenteuer erleben. Die Entwickler schreiben selber auf der Webseite, dass das ein Spiel in Anlehnung an das großartige Legend of Kyrandia, Monkey Island oder King's Quest ist. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein modernes Spiel, was diese Retro-Optik, das Retro-Spielen in den 90er Jahren uns nochmal hier präsentieren möchte. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das Spiel ist von Ginger Tips und ja, ich freue mich, mit euch dieses Spiel bestreiten zu dürfen und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein, was wir hier erleben werden. Das Spiel ist für mich auch komplett neu, das heißt, ich weiß gar nicht, was mich hier erwarten wird. Auf jeden Fall schon mal wunderschöne Musik und wunderbare Pixelgrafik. Und hier kommt der Zug. Ich vermute mal, unsere Hauptdarstellerin, die Füchsin Lea, wird hier aussteigen, das ist sie. Ich dachte, Oma würde sich hier mit mir treffen. Vielleicht hat sie ja vergessen, dass ich heute ankomme. Ein Blatt fällt vom Baum. Oh, wir haben schon die Steuerung übernommen. Ja, hervorragend. Es gibt keine Sprachausgabe, deswegen werde ich versuchen, das so gut es geht zu übersetzen. Wir sehen hier, wie gesagt, unser Charakter, die Füchsin. Es gibt sehr wenig Spiele, wo man tatsächlich Tiere spielt. Ich kenne das Spiel Das Erben der Erde. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich schon. Ja, wir haben hier einen Brief, den werden wir uns mal anschauen. Okay. Wie gesagt, ich muss erstmal ein bisschen die Steuerung lernen. Hier ist anscheinend unser Inventar. Das hier ist. Okay, das ist die Einstellungsmenü. Kann man hier noch was drauf sagen? Okay. Das heißt, wenn ich mit dem Mauszeiger überfahre, es gibt kein Menü in dem Sinne. Okay. Brief kann ich nicht lesen. Dann schauen wir uns mal hier um, was wir hier sehen können. Das war einmal ein Fahrkartenschalter. Ich weiß noch, wie Papa hier Tickets gekauft hat. Okay. Kann ich hier... Nein, es scheint sich automatisch zu ändern, der Mauszeiger. Was haben wir hier? Ein altes Schild. Ja, dann gehen wir mal... Okay, wir können nicht nach rechts und nicht nach links. Das können wir uns anschauen. Das ist immer noch der Fahrkartenschalter. Völlige Verwahrlosung. Ich bin überrascht, dass der Zug überhaupt noch hier hält. Das umso besser, weil sonst hätten wir ein Problem. Ja, wunderschön. Ich habe ja bereits mehrfach in Adventures gesagt, ich mag es sehr gerne, wenn sich etwas bewegt im Bild. Also das Fallen des Blattes, das Wedeln des Fuchsschwanzes. Das sind so die Kleinigkeiten. Oh, sie atmet sogar. Schaut hier. Wahnsinn. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Darauf stehe ich. Das mag ich sehr gerne. So, schauen wir uns mal hier an, was es hier so Schönes zu entdecken gibt. Okay, ein großes Intro hatten wir nicht, ist aber auch, glaube ich, ein kleines Entwicklungsstudio. Ach, sehr schöne Musik. Wir können nach rechts und wir können das hier anschauen. Die Hausdächer sind mit Schilf bedeckt. Eine sehr veraltete Hausbaumethode. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück, denn es gibt, obwohl es ein Retro-Spiel ist oder die Retro Optik, das Retro-Feeling einsammeln möchte aus den 90er Jahren, es gibt eine Hotspot-Anzeige. Mit Leertaste. Finde ich ganz hervorragend. Das ist eins der besseren Erfindungen hier bei den Spielen. So, jetzt gehen wir weiter. Wir haben hier ein Hausdach entdeckt. Wir schauen mal weiter, ob wir hier noch irgendwas entdecken können. Nein, dann schaue ich mal kurz. Okay, dann gehen wir mal auf die linke Seite, was wir dort so Schönes sehen werden.
Wir sind am Rande eines Waldes. Auf jeden Fall im Hintergrund Häuser, Stromleitungen. Okay. Dann schauen wir nochmal uns auf der anderen Seite um, wo wir dorthin kommen. Ja, die Großmutter besuchen im Wald. Endet ein bisschen an Rotkäppchen. Aha. Ein altes Haus. Ich habe mich wohl verlaufen. Nur das würde ich nicht so sagen, weil wir sind ja eigentlich nur ein Bild weit gegangen. Aber nun gut, schauen wir uns mal hier um. Hier scheint es sehr viel zu entdecken zu geben. Und im Nu hat die Natur auch schon ihr Territorium zurückerobert. Okay. Was sehen wir hier an dem Haus? Durchs Fenster sehe ich einen Raum mit Möbeln. Alles verbrannt. Welch ein gespenstischer Anblick. Oh, das ist aber nicht so gut. Oh, wir können reingehen. Sehr schön. Da muss ich nicht hin. Das ist ein dreckiger, schauriger Ort. Na gut, okay, nach rechts können wir auch nicht. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich irgendwann später nochmal hinkommen zu diesem Ort. Durchs Fenster sehe ich einen Raum mit Möbeln. Alles verbrannte, welcher ein geschwänzlicher Anblick. Das hatten wir ja schon. Okay, sieht also aus, als wäre das schon vor vielen Jahren niedergebrannt. Okay. Nun gut. Was? Es gibt anscheinend unterschiedliche Texte. In ein paar Jahren schon wird dieser Baum fallen und andere werden an seiner Stelle sprießen. Sehr schön. Ja, dann haben wir auf jeden Fall diesen Screen schon mal erstmal für uns abgespeichert. Ein altes, verbranntes Haus. Muss mal rauskriegen, ob man es hier irgendwie benutzen kann. Ich würde schon gerne den Brief mal lesen. Ein Plumpsklo. Ist ja sehr witzig. Okay, hier scheint nichts weiter zu geben. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Die Soundkulisse ist auf jeden Fall schon mal ganz hervorragend. Ah, hier haben wir Bienen, ein Bienennest. Und hier sind ein paar kleine Bienen. Okay. Hui, das ist aber ein riesiger Bienenstock. Da sagst du was. Ich sehe diese Blumen doch duften. Aber die Bienen lassen mich einfach nicht dran. Okay, anscheinend brauchen wir Blumen. Das ist schon mal ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Okay. Man hat auch in den Einstellungen viele Möglichkeiten, mit diesem Mauszeiger zu spielen. Das heißt, es gibt intelligent aktiv. Das zeige ich dann mal in der nächsten Folge. Ah, yeah, da bin ich. Yay. Yay, voll cool. Okay, auch die Geschwindigkeit des Textes kann man einstellen. Ich habe ihn jetzt mal auf manuell gemacht. Das heißt, dann habe ich genug Zeit, das vorzulesen. Was haben wir hier im Briefkasten? Einen Brief? Ah, okay, sie nimmt es automatisch mit. Aha, eine brandneue Zeitung. Sehr schön. Können wir uns die anschauen? Nein, aber vielleicht den Brief in den Briefkasten stecken? Omas Brief. Ah, so kann ich wahrscheinlich lesen. Sie hat mich auf einen Besuch eingeladen. Okay. Wir schauen mal ganz kurz. Okay, das geht noch nicht. Mir ist zwar schon danach, in den Wäldern herumzustromern. Aber erst einmal muss ich doch meine Oma besuchen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch ganz einfach. Aha. Ein Löchlein. Ohne hätten wir es wahrscheinlich nicht entdeckt. Ach, herzig. Das war wirklich süß. Gut, dann gehen wir mal Oma besuchen. Ach, sehr schön. Oh, schaut mal hier. Das sieht so ähnlich aus wie dieses Fuchssymbol. Und die Augen leuchten sogar. Oh, hoch. Das ist ja schön gemacht. Ein Brunnen, das Haus, die Wäsche hängt da. Ja, das sieht schon, ich würde schon fast sagen, sehr omahaft aus. Eine Bank. Oma sitzt liebend gern auf dieser Bank. Sehr schön. Ein Brunnen. Ich bin noch nicht durstig. Durstig bin ich von der Zugfahrt zwar nicht, aber Hunger hätte ich schon ein wenig. Gut, das ist ja schon mal eine Maßnahme. Hunger haben wir. Oh, wir gehen nochmal nach links. Ah ne, Oma wartet auf mich, keine Zeit für Spaziergänge. Gut, dann gehen wir mal rein. Oma. Oma. Ich bin da. Oh.
Sieh dich mal einer an, wie du gewachsen bist. Du bist ja eine richtige Schönheit geworden. Du siehst gar nicht mehr aus wie das Wölflein von einst. Aber Oma, ich war doch nie ein Wölflein. Aber sicher doch warst du das. Streit's doch nicht ab. Und jetzt sieh dich nur an, wie schön du doch bist, so gerstenschlank und feuerrot. Du heißt ja nicht umsonst Lea. Du bist unser Sonnenschein. Oh, das ganze Herz. Ach, Oma. Ach, was mache ich denn? Du bist doch sicher halb ausgehungert nach deiner Zugfahrt. Ich hab eine Hähnchenpastete gebacken, dein Lieblingsgebäck. Wie wär's mit ein wenig Tee und dabei kannst du mir dann alles erzählen. Sei doch so lieb und hol uns eine Teedose aus dem Schrank. Das machen wir doch, aber erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Foxtail wieder. Ich bin Perudo und schön, dass du dabei bist. Bis dann. Tschüss.